Leif Schülerinnen und Schüler, Leif Florian, Leif Professorinnen und Professoren, Leif Älteren, die Damen und die Herren. Am Namen von der Direktion ist es mir ein großes Fried an Eier, ihr haut alle guten hier an dem Saal, an dem für eine paar Wochen noch ein ganz Reihe von ihr geschwäst und gekämpft und sich eure Stöpfe gedrückt und Traubenzucker gießt und Prüfungen geschrieben und begrüßen zu dürfen und zwar für ein wichtige Moment an ihrem Leben zu feiern, und zwar die Reussit vom Premiersexamen, aber auch den Aufschluss von einer relativ langer Zeit hier am Gebäude. Ganz besonders will ich begrüßen Madame Corinne Kern, Minister von der Familie und der Integration, Herren Emil Hack und Jocelyn Tilly, Direktor vom College von 1993 bis 2018. Die Vertreterinnen vom Komitee von unserer Elternassoziation, Madame Österreicher, Madame Castell, die an doppelter Funktion heute sind, nicht nur als Vertreterinnen, sondern auch als Mammen von Kanadier, die ein Diplom kriegen. Die Schülerinnen und Schüler sind recht ein paar Wochen hier, da ich bei euch am Klassensaal war und da ich euch gesagt habe, da müssen wir noch ein paar durchhalten, Luft holen, Energie sammeln, für da richtig durchzustarten. Ich habe euch auch gesagt, ich gebe euch viel Erfolg wünschen. Und nicht Bonne Chance, weil Bonne Chance ist ja echt das, was ich brauche, wenn ich nicht so richtig vorbereitet bin. Was man festgestellt hat und was er geschafft hat, ist, dass die ganze Energie und die ganze Kraft, die da investiert hat, als Hüchse zu konvertieren. Und dafür will ich euch ganz herzlich felicitieren und ich bin froh, die meisten von euch heute hier zu sehen. Und zwar auf Ehrendare, das Ehrzeremonie, die da euch wirklich redlich verdient hat. Liebe Schülerinnen und Schüler, ich will euch aber heute auch meinen Stolz und meinen Respekt ausdrücken, weil da heute dieses Jahr in einer außergewöhnlichen Konditionen, in einer schlechten Konditionen, ob der Premiersexamen vorbereiten und den Examen auch schreiben. Für allem hat er nicht gelegen, ob der Dösiam euch so konzentriert, ob Premiersklasse 4 zu bereden, wie das normalerweise der Fall war, und auch an ihrem Privatleben, hat er müssen, ob die eng oder andere Sachen an Evenementen verzichten, die doch das Leben von einem jungen Michel machen. Und es geht so weiter, auch hier
an der Schule hat er leider die Gelegenheit, nicht all die traditionellen Evenemente von einem typischen Premiersschüler zu erleben, wie zum Beispiel Premiersfest. Aber ich bin aber froh, dass zusammen mit dem Komitee von den Premiersschülern mit Pferdeschritten den einen oder anderen Highlight heute organisieren, wie zum Beispiel der Valentinstag, der ja volles Succes war. Und ich will heute auch noch ein Merci so für die schönen Blumen, die ich gekriegt habe, und die Karte, die übrigens noch immer bei mir daheim im Büro steht. Für eine Pandemiezeit zu leben, zu lernen und zu schaffen, brauche ich emotional, geistisch, stärkt Motivation und Engagement, Optimismus und Kampfgeist. Und das ist eine Prüfung gewesen, die dann neben dem Examen auch gemeistert hat. Haut, lo aus dem Moment, für sich zu freuen, für sich auszuruhen, für sich zu amüsieren, auch wenn das noch am jungen restriktiven Kader ist. Für allem für Stolz, ob sich zu sehen und zufrieden, mit sich zu sehen. Satisfaktion zu haben, über den Gutarbeit, die gelegt wird. Und das Resultat da gucken, da ist Grund zur Freude, weil das Resultat da lassen sich mehr wie weisen. Klängen Bericht am College Hummer. 93,7% direkt Reussite. Wir haben am Ganzen 42 Mentions Excellent, 46 Très Bien, 86 Pardon Bien und 24 Assez Bien. Besonders will ich auch vorheben, dass wir am IB zum Beispiel einen Kandidaten mit 45 von 45 schon und eben mit 44 von 45, das ist ein historischer Moment am Development von unseren internationalen Klassen, das hatten wir bis noch nicht. Und da will ich auch auf jeden Fall, dass wir auf der Premier B eine Schülerin mit Erder 50 von 60 und auf der Premier C eine Schüler mit Erder 50 von 60 Punkten, was ja ganz exzeptionelle Resultate sind. Mit der Vielfältigkeit an dem Humanistengeist vom College entspricht auch, dass wir auf alle Sektionen eine ganz Reihe Schülerinnen und Schüler haben, die insgesamt ganz wunderbare Resultate haben, sie wird an den Sprachen, an den Sciences Humaines, an den Sciences Naturelles, an den Sciences Économiques, an der Kunst oder an der Musik. Und dafür will ich schon am Vierraus euch alle Guten felicitieren. Den Diplom, den der heute kriegt, stellt einen Aufschluss, ein Ende, und zwar von ihrer Zeit hier am Lycée, von ihrer Zeit als Jugendlicher. Ich hoffe, dass den Kollege euch positiv geprägt und dadurch, auch wenn es bei dem engen D.O. in den Berg auf, was ja ganz normal ist, eine schöne Zeit hat an unserer Community Scolaire vom College und dass er mir konnte eine Bagage mit auf den Weg gehen, auf den ihr auch noch an der nächsten Etappe von ihrem Leben könnt zurückgreifen. Ich hoffe, dass eine Bildung genossen wird, auf die ihr an ihren weiteren Studien auch könnt zurückgreifen, dass er gelehrt hat, kritisch zu denken, Wissen umzusetzen, am Team zu schaffen, an Erfahrung zu mobilisieren, wenn es nötig ist. Genauso wichtig ist der Wort, der die Gelegenheit hat, euch selber zu realisieren, ihren Weg zu finden, euch besser kennenzulernen, nicht nur Fried um Lehren und Studien zu haben, sondern auch Fried um Leben. Ich hoffe weiterhin, dass die Gelegenheit hat, andere Menschen kennen und schätzen zu lernen, Freunde zu finden, weil auch wenn Wissen und Diplome wichtig sind, so ist ein gut Privatleben genauso wichtig für sein Leben können zu gestalten. Ich wünsche mir, dass du auf so eine Vergangenheit hier am College könnt zurückgucken und an ihrer Zeit hier an der Schule ein Fundament gefunden hat, ob da ihr weiter das Leben könnt aufbauen. Ihr seht also nur bereit, an die Welt rauszugehen. Eine Welt, die sich leider für ein anderthalb Jahr schlagartig geändert hat. Die Pandemie, die um sich schlägt, hat uns einfach sehr als gewohnten zu überdenken, hat uns große Freiheiten, die wir hatten, angeschränkt und hat uns im Alltag relativ viel geändert. Aber vielleicht hat sie auch eine Reihe Sachen an Bewusstsein gerufen, die wir an unserem doch durch Schnelligkeit charakterisierten Leben vergessen. Dass wir einen auf den anderen müssen aufpassen, dass Gesundheit keine Selbstverständlichkeit ist und dass es doch nicht selbstverständlich ist, dass wir an dem Moment auf alle Ressourcen, sie wird menschliche oder materielle, können zurückgreifen. Die Erfahrung an den Diplom, wenn wir das noch ganz positiv gucken, gehen euch die Bagage und die Kraft mit auf den Weg, die euch erleben, ihr Leben konstruktiv zu gestalten und etwas aus ihrem Leben zu machen. Ihr Zeit als Schülerinnen und Schüler als Lurifer. Aber ein River geht es ja eigentlich nicht, das ist nur Hulerei.
beim Anfang zu den von etwas Neuen ein neues Point de Départ. Wir sehen ja als Menschen, wie wir gut wissen, ein Projekt. Bis zum Ende muss der Nächste sich immer neu erfinden, er muss sich Ziele setzen, und für die können umzusetzen, muss er aktiv sein und handeln. Und dafür roten ich für das er wünscht und dreht, für das er Ziele, die er euch gesagt hat, realisiert, gehen wert nicht. Werden dann hoffende Länge noch nie dazu gefordert, dass den à la fin du compte ein konkretes Resultat erzielt wird. Handelt, sieht aktiv, macht etwas aus ihrem Leben. Aber wenn der Ziele erreicht wird, sich die Schneuer. Friede strüber, als jetzt die Schneuziele, für das er immer weiterkommt. Lass die mich, die Zeit, wo die meisten von euch an Deutschland fährt, gehen, ob die Universität für die letzte Weg für um Berufsleben zu gehen, und auch du lauscht auf den Kopf und auf das Herz. Studieren und Lehren machen nicht alles aus, es muss ich noch leben, und hol dich Zeit für zu lehren, und wenn du das gut macht, hol dich Zeit für euch, für andere Länder, andere Kulturen und andere Menschen kennenzulernen. Das werde ich selber mir reich machen, und ich die Berufswelt und das Leben in der Gesellschaft mir einfach machen. Sicht auch ihren Beruf mit Verstand und Gefühl aus, weil ein Beruf über den immer da gut aus, wenn er sozusagen korsieren möchte, wenn er Frieden drin hat, seine Talente und sein Wissen umzusetzen. Also sie dich bewusst, Zeit vergeht sehr, Tempus fugit. Dafür profitiert von allen Momenten von ihrem jungen Leben, von all den Möglichkeiten, von all den Tieren, die ihr Gelo abstehen, ergreift zu. Bei dieser Remise des Diploms will ich aber auch die anderen Partenaire scolaire würdigen, die zu der Communauté scolaire gehören und zu der Réussite von unseren Schülerinnen und Schülern beigetragen haben. Dafür ein großes Merci und als Professorinnen und Professoren, die ich heute so auf der Seite sitzen, ich sage euch Merci für Ihr Engagement, für Ihre Kompetenz, für die Unterstützung von unseren Primären, für sie begleitet zu haben. Sie haben einen schwierigen Beruf, weil der Beruf aus dem Resultat nie direkt gesagt mit Zeit verschoben. Zum Beispiel heute aus dem Tag, wo ein Resultat von der Sorge habe ich kann erkennen, war einmal als die kleine Septimaner, jung und wissner gewesen, die heute ein Diplom entgegenholen. Das sind dann Momente, wo ich noch merkt, dass das der schönste Beruf ist, den ich kann ausüben. Dafür, merci und die Jean-Le Guten, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir wissen ihr Arbeit zu schätzen. Weiterhin. Weiterhin will ich den Älteren ein großes Merci sagen, weil auch sie sind ein wichtiger Pilier von einer realisierten Erziehung und Bildung. Wir alle appreciieren die Erfahrungen und den Engagement, die gelegt muss gehen, für das kann er sich zum Guten entwickeln und eines Tages auch bei einer Diplom-Überreichung wieder heute können dabei sein. Leider wird die Corona-Situation dazu gefordert, dass man in einem älteren Teil konnte invitieren, auch weil wir so eine große Zahl von Laureaten haben, das ist natürlich etwas Positives, wir sind froh darüber. Wir haben aber den Progress machen, dass wir von 0 auf 1 kommen sind, dass ich letztes Jahr hatte wir gar keine Eltern dabei, das Jahr schon einen älteren Deal, was, wie gesagt, der Progress ist. Liebe Eltern, auch ich so nicht vielmals merci, ich wünsche euch auf der nächsten Etappe, die wahrscheinlich daran besteht, zu plündern, administrativ Gang zu machen, aber auch am Verzicht, ob ihr kommt, am Alltag, wünsche ich euch das Allerbeste, also ich auch am Namen von euch, von der Communauté scolaire, ein großes Merci an meine Eltern und auch einen Applaus verdient. So. Voilà, da schließlich meine Rede am 7. Scheinwerfer den Fokus nach einem ob die wichtigsten Personen hier am Saal richten, und das sind natürlich als Laureaten. Liebe Schülerinnen und Schüler, ich felicitiere euch von ganzem Herzen für ihr Resultat. Ich bin richtig an euren Stolz und euch alle Guten. Ich wünsche euch für eure Zukunft noch weiterhin viel Erfolg, Satisfaktion, Frieden im Leben und in den Mitmenschen, dass der Dream an Erfüllung geht, aber auch, wenn das der Fall ist, dass ihr noch immer noch Wert neu Dream haben. Ganz einfach ausgedrückt, ich wünsche euch ein schönes
und ein glückliches Leben. Und ihr wisst, immer am College, immer am College, die werden immer herzlich willkommen sein. Ich soll nicht merken. Bevor ich anfange, will ich der Madame Thiel merci sagen, die mich an den Poetry Slam angefordert hat, auf 3. und als dann in der Klasse 4 gestellt hat. Und ich will auch der Madame Weber merci sagen, die mich weiterhin daran unterstützt hat und auch gesagt hat, dass ich kein Poetry Slam auf ihrer Klasse 4 stelle. Vielen merci. Sieben übertrieben schöne Jahre habe ich nun hier verbracht. Zwar nach meinem Geschmack morgens zu früh aufgewacht, jedoch viel gelacht. Ja, manchmal hat der Unterricht gar Spaß gemacht. Kickstart in den Tag, Mathe oder Französisch, da war ich immer ganz fröhlich. Nun ist die Zeit gekommen, wir haben uns den Moment genommen, um Danke zu sagen. Danke für die schwierigen Prüfungsfragen, danke für die unübersichtlichen Unterlagen und danke für die vielen Hausaufgaben. Ja, das ging schon mal auf den Magen, führte zum Verzagen und ich tat mich manchmal auch beklagen. Doch wissen Sie was? Neben dem Geben von grundlosen Strafen sind auch Lehrer Menschen mit Herz, kein Scherz. Sie inspirieren und zitieren, verlieren sich verträumt in ihrer Leidenschaft und mit aller Kraft versuchen sie uns zu motivieren und zu amüsieren. Sie geben sich Mühe, schon in aller Frühe erlebt man sie in voller Blühe. Wegen ihren Anregungen, Belegungen und Zerlegungen werden wir zu freien Denkern und Diplomschwenkern. Sie sind wie das Benzin eines Autos, Erläuterer des Lebensrisikos. Sie sind wie Brillen für geschwächte Sicht, wie Grünlicht in die Welt des Wissens, ein Blick hinter die Kulissen. Doch manchmal, da werden sie nervös, ganz seriös und furchtbar prätentiös. Ja, die Armen nicht zu ernst nehmen und man muss sein Durchhaltevermögen richtig ausdehnen. Schließlich öffnen diese unterrichtenden Unikate uns die Pforte zu unserem Zielorte, zu der Eleganz einer tüftelnden Substanz, Bekämpfern der Ignoranz und der sprachlichen Distanz. Werden sollen wir durch sie zu Rittern der Resistenz, Akzeptanz und vor allem der Toleranz. Als kleine Küken kamen wir hierher, der Kopf noch leer und der Rucksack schwer. Ruhelose Nächte und schlechte Noten, tintenbefleckte Pfoten und Augenringe wie die Toten. Doch Verständnis und Fleiß, Kenntnis und Schweiß hatten zum Preis prächtige Resultate und eine hohe Erfolgsrate. Sensationell, auch die Laselle. Weniger wertvoll war Warten im Gewusel der Kantine, wenn zur Routine das Vordrücken des eigenen Rücken nicht dazu gehörte, weil es einen selbst störte und empörte. In der Klasse sah man tausendmal auf das kleine runde Tickgerät. Eine Qual. Es wurde einfach nicht spät. Keine Wahl. Wie der Zeiger verrät, sitzen bleiben und mitschreiben. Gelernt und vergessen. Triumphiert und geweint. Am Tag vor der Prüfung angefangen zu stressen. Philosophiert und verneint. Und nun? Mit einem Schlag an dem heutigen Tag ist alles vorbei. Wir sind frei. Inzwischen Vögel. Die Fliegen werden bald übern Asphalt ins Reich vitaler Vielfalt. Danke für das Füttern und das Nest, das Bemuttern und den ganzen Rest. Merci.
Leif Direktion, Leif Madame Ministerisch, Leif Profen, Leif Alterin, Leif Gast und Leif Primane. Mein Name ist Alexandra Beros und ich bin Präsidentin vom Schülerkomitee. Und alle Primane, die hier sitzen, sowie auch die Dono, will ich euch gratulieren für die Arbeit, die dir gelegt wird. Viele Leute werden euch wahrscheinlich hauptsächlich für das schwere Premierjahr felicitieren. Mir ist gratulieren ihr für eine ganz liebes Karriere. Vom ersten Tag auf der Satya, wo wir alle ganz putzig waren und darauf gewartet haben, dass zu der Zeit den Herr Salantini uns in Nung abrufen gibt, dass wir uns bei uns Klasse stellen geben, bis zum letzten Examen, wo wir alle dort mit aus dem Examen sollen wir gekrochen sind, für endlich mal unseren Schlaf zu kriegen. Für mehr als 7 Jahre haben wir uns alle durch Französisch werben, mathematische Equationen und schwere Prüfungszeiten gekämpft. Und endlich ist es soweit, uns ein Diplom zu kriegen. Ich kann mir vorstellen, dass für die meisten Leute heute dieser Moment ein Drama ist, den sie schon seit Satya in Erfüllung bringen wollen. Es muss ihnen aber bemerken, dass den Diplom, den wir gleich an die Hand gedrückt kriegen, also im Endeffekt nicht mehr ein Stück vorbei. Es kann ein großer professioneller Wert enthalten, aber letztendlich ist als professionelles Leben nicht das Allerwichtigste. An diesem Soll sind exzeptionell einzigartige Leute, die so viel mehr wert sind wie hier Monsieur. Und darüber will ich heute aufmerksam machen. Holt euch nur alle ein paar Sekunden für konkrete Erinnerungen von eurer Lycée-Karriere abzugreifen. Ich kann euch bald alle garantieren, dass die paar Erinnerungen, die noch abkommen sind, echt wichtige Sachen sind, die ich persönlich markiert tun. Und nicht einfach mit dem Prof, sei Sankt-Jams-Kur. Ich weiß, dass ich mich immens entfaltet tun als Individuum, dank der Erfahrungen, die ich hier im College gesammelt tun. Die Erfahrungen sind irren nicht auf das schulische Curriculum von all Jahren basiert, obwohl das auch einen großen Impact auf mich hat. Es waren hauptsächlich die Erfahrungen, die ich mit Leuten gemacht habe, die ich heute am College kennengelernt habe. Nicht alle Erfahrungen waren gut, wie alles am Leben. Aber ich kann mit 100% Sicherheit sagen, dass ich dankbar bin für alle einzelnen Momente hier im Atelier. Ich weiß noch, dass ich auf Satya ein mega unsicher Kant war, was sich richtig unwohl aus seiner Haut gefühlt wird. Heute kann ich aber stolz darauf sein, auf die Person, die ich gesehen habe. Mit all den Connaissancen, die ich gemacht habe, sind ich ein besserer Mensch gewesen und schon gelehrt zu leben. Ich habe immer die Opportunität geholt, in denen von allen Personen, die an mein Leben getreten ist, mit mir zu wollen. Sie wird dem einen seine Kreativität oder dem anderen seine Determination. So habe ich von anderen Leuten gelehrt, wie man an der Welt leben kann. Und das fand ich so wertvoll. Weil letztendlich wird hier immer ein kleiner Teil von allen Menschen, denen ich heute am Lycée begegnet bin, meiner Persönlichkeit gehören. Für mich repräsentiert das Diplom nicht nur die ganz schulische Arbeit, die mir gelegt haben. Mir hauptsächlich repräsentiert das Zertifikat, dass wir gelehrt haben, dass wir Fehler gemacht haben, wie das wir immer irren probiert haben. Und wie der gute Johann Wolfgang von Goethe, der mal sagt, es ist der Mensch, solange er strebt. Vielen Dank.
Madame Ministisch, Leif Direktion und Enseignant, Leif Matschülerinnen und Matschüler, Leif Gäste. Am September haben wir mit viel Ungewissheit auf der dritte Jahr geguckt. Vielleicht sogar noch mit mehr Ungewissheit, wie vier oder sieben Jahre, wo wir selbst in den College gekommen sind. An der Saal Vollmer haben wir dann ganz aufgeregt, nicht ähnlich wie heute, aber auf unsere Tour gebracht. Demnach konnte man nicht wissen, was auf uns ging zukommen. Und noch am Anfang von diesem Jahr war gar nicht klar, wie es von mir ging verlaufen. Den Examen lag noch weiter in der Zukunft und gab noch so gut es geht verdrängt. Wir verstopfen den ganzen Schulstress und der Covid-Sorgen, wie auch den heutigen Tag schon zerblicken. Und dann lustig mache ich. Seit ich als Präsidentin vom Primärskomitee gewählt habe, muss ich gestehen, das redet mir ein bisschen Schluss berät. Trotzdem sind ich nur froh, den heutigen Tag mit euch zu teilen. Es bedeutet nicht nur, dass wir als Premier gepackt haben. Nein, allein die Möglichkeit, als ein Abschluss heute nur einen Teil zusammen zu feiern, wir nach für ein Jahr und für Stahlbar gewesen. Das weißt du für auch, dass wir der Normalität und die Kleinstecken mehr müssen. Wenn ich mich auf das Red viel berät tun, als mir bewusst gehen, dass der Gegenteil zu den Primaren führen ist, die wenig Zeit gibt behaupten, dass die Premier der Change ein paar Stühle aus ihrer Lieseszeit war. Der Kollege Slogan, Vivat, Kreskat, Floriat, aus diesem Jahr nicht voll zur Geltung kommen, mehr war echter als Durchhaltbarol zu verstehen. Das Kapitel hält zu lösen an. Und ich könnte nur hier stehen und all das abzählen, was mir nicht konnten erleben, weil da ist sozusagen fortgeholt habe. Mir was bringt das? Die schwere Situation wird euch zwar sicherlich mental beschäftigt, trotzdem hoffe ich aber, dass ihr das Jahr ein paar schöne Erfahrungen machen könnt. Am Rückblick und objektiv geguckt, sind wir trotz allem gut durchgekommen. Wir hatten nämlich Glück oder sogar ein Privileg, weil wir ganz drüber können, an die Schule zu gehen. Das tut uns und zum Beispiel unser Premier enorm geholfen. Und heute haben wir so gut Möglichkeit, als den Abschluss und unser Prom zu feiern. An dieser Stelle meine Felicitationen und meine Matschülerinnen und Matschüler. Auch mir nicht gepackt und ich meine, wir können stolz auf uns sind. Nur das im harten Jahr haben wir das Flutfeuer und einen langen Pause so richtig verdient. Und ich wünsche noch all denen, die am September eigentlich müssen untreten, viel Courage und Glück. Die Ungewissheit, die mir am Anfang von mir verspürt tun, können sicherlich bei vielen Lohren neu ab. Wir schaffen die Kinder, die das Jahr etwas Positives gesehen. Mit dem Diplom an der Tasche stehen uns Lohren so viele Dieren ab. Es gibt so viele Möglichkeiten, die es geboren gehen, so viele wichtige Entscheidungen, die müssen geholt gehen. Ein Rutsch von euch wisst ihr schon ganz genau, was sowohl wollen studieren oder schaffen, andere, und ist nur dabei, sind immer unsicher und schwanken nach zwischen dem ein oder anderen Studium. Mit genau das soll doch überhaupt weisen, wie groß als neu gewonnene Freiheit überhaupt ist. Und ich hoffe, ihr könnt das auch so empfangen. Aber für aufzuschließen, bleibt mir just noch Merci zu sagen. Ein großes Merci und den Herrn Häuser, Sophie und Madame Goebbels und Herrn Dusser, die es während dem ganzen Jahr in der Dämme gegriffen und uns enorm unterstützt haben, zum Multiverse Prom zu organisieren. Natürlich auch Merci und alle als Profi, die all das müssen untreten und uns trotz all der Schwierigkeiten gut auf die Examen vorbereitet haben. Besonders das Jahr und sie viel Verständnis für uns müssen umbringen. Ein großes Merci auch und ein ganzes Personal, das all die logistischen und organisationellen Probleme überbringt wird und uns ermöglicht wird, all das können schon zu gehen. Ein ganz besonderes Merci geht um das Komitee, an den Jitwarin, den sich Zeit geholt hat, eine Hand mit uns zu packen. Ohne ihr und ohne die verschiedenen Repräsentanten wäre so vieles nicht möglich gewesen. Ich so nicht Merci. Thank you.
Direktor, Leif, Ex-Direktorin, die hier handelt mal sitzen. Erlaubt mir mal dicht, Leif, Laureatinnen und Laureaten, ich zu felicitieren. Nicht nur für die exzellenten Resultate, die ich gerade schon hören habe, die da wirklich hier am College erreicht hat, aber auch für das Jahr, was da handelt, die ich schon für ein Jahr habe mir gedacht, oh, da sind wir in einer Pandemie, und dann kriegen wir das in den Griff, und nächstes Jahr ist nicht alles normal, und dann ist das noch ein schlechtes Souvenir. Das ist das, was wir uns am Moment alles wünschen. Für nächstes Jahr, auf jeden Fall, für die Mädchen, die kommen. Und dafür muss man auch weiter einen auf den anderen aufpassen. Ich ging nämlich die verschiedenen Ferien auf von gerne den Enseignants. Merci so für Ihren Engagement. Heute Lützburg waren Schulen so viel ob wie bald näher in Soss an Europa, weil wir der Meinung waren, dass es wichtig ist, dass die jungen Kinder sich weiter begegnen, weiter an die Schule kommen und dass man auch kein in der Weh von Lehrern, die vielleicht auch ihm ein Mann gut geholfen kann kriegen wie andere. Der Herr Direktor hat gesagt, einmal Kollege, immer Kollege, ich muss das so konfirmieren, dass wir mich immer ein besonders eher können, nach hinten zu kommen. Und ich merke natürlich, am Anfang, wo ich Diplom erreicht habe, für ein paar Jahre, da habe ich wahrscheinlich noch mehr Schüler gehabt, da habe ich ganz viele Eltern von ihr, die mit mir am Kollege waren. Und das ist richtig, dass das kein Fluss gelassen, einmal Kollege, immer Kollege, weil der Kontakt, den dir in den Hut, die Connaissancen, die Freundschaft, die soll der aufrechterhalten, auch wenn du auf verschiedenen Plätzen studieren geht, auch wenn du vielleicht ein bisschen aus den Händen verliert, haut auch die Möglichkeit, über Social Media Kontakt zu bleiben, weil ihn kann ich versprechen, die werde ich zurückbegehen und die werde auch froh sein, ich zurückzubegehen, auch wenn du nicht all das gesehen. Irgendwie sind in den 7 Jahren ja aber zusammengeschwäst, die Sachen zusammen erlebt, die Leute begegnet, die ihn mit groß gemacht und mit reich und Erfahrung. Und wie hat Herr Haag gesagt, den der Sous-Direktor war, wo ich aus dem College rausgegangen bin, GÖF Member an der Association des Anciens Élèves. Voilà, da man da wollte stehen, füb dann aber unbedingt ein Kehr machen, weil ich meine, das ist doch wichtig, dass auch denen, die noch hier kommen, etwas mal zu gehen, auch mal zu organisieren, ältere Vertreter zu unterstützen und eben noch bei seiner eigenen Schule zu bleiben. Ich ging ich aber gerne so, wie ich für die allerersten Kehr und das ist alle rauskommen, sind vielleicht sind auch du, wenn es heute noch immer ein bisschen abgeregt, weil das war ein ganz, ganz spezieller und ein ganz schlimmer Moment in meinem Leben. Das war 1985, du sollst schon ungefähr da und damit schon ein Abnahmexamen haben zusammengeschrieben. Die geht dann in der Zwischenzeit nicht mehr, wie du andere Sachen hier erlebt. Und das ist auch ganz speziell, dass die Blumenüberrichtung hier soll, an der Aula kann sein. Meistens ist das ein bisschen nicht groß, dann hat er die Essen hier an der Aula. Ich meine, ich habe den aber viel erlebt. Ich war zwar ein paar Jahre nicht am Atene, wo das Gebäude frisch gemacht wird, aber die Saal hier, das ist aber ein exzeptionell schöner Saal, das ist ein voller Geschichte, voller Bedeutung. Und dafür ist es umso mehr schön, dass die Blumen hier können sie überrichten.
Eine kleine Message für die Zukunft, es wird nicht immer alles riecht gehen, kein Parcours geht immer riecht aus, da wird schon ein paar Zacken am Parcours sehen, aber das Allerwichtigste meine ist, dass ich selber treu bleibe, dass das macht, was am allerliebsten macht. Weil Leute, ich studiere das nicht, weil da sind da zu viele noch weh, da muss das die Beste sein, was das unbedingt will. Man, für uns alle, vergiss nicht außerhalb vom Studium auch ich zu engagieren. Stage machen, dass das eint. Ich bin Evolat zu engagieren, wenn da bei den Scouten aktiv sind. Hier am College sind da ganz viele, die musikalisch aktiv sind, die an Assoziationen sind. Macht das weiter. Weil das ist das, was ich am Ende von der wird entschieden von anderen Studenten, die man hier studieren tun. Das ist das Engagement, den da außerhalb von der Schule bewiesen hat. Der Fett, dass er sich engagiert, der Fett, dass er wollt etwas machen, dass er auf fremden Ländern geht, so wie er hier am College gelehrt hat, mit der ONG. Riesen, anderen helfen, anderen mich stark machen, anderen, denen es nicht so gut geht, um die zu denken, weil die wissen alle Guten, dass wenn wir das machen, dann ist es für alle, für anderen zu helfen, aber wir gehen auch selber da viel mehr reich und viel mehr groß darunter. Das sind ganz, ganz schöne Erlebnisse und das werde ich auch helfen. Holt euch los schon ein bisschen ein Blatt oder ein iPhone, wie ihr wollt. Schreibt alles auf, was ihr bisher gemacht habt. Die hat schon Stage gemacht, die hat schon ihr engagiert. Ihr wart oder seid an den Scouten, Musik, Orchester, Fanfaren, vielleicht an der Kunst, am Theater. Schreibt euch alles auf, weil ihr kann sich so und ihr vergisst mit der Zeit, das eint oder das ändert. Und das ist aber wichtig, dass ihr es nicht vergisst, dass ihr das Journal am Anfang, wo ihr noch kein so lange CV habt, alles drauf schreibt, um zu weisen, wie engagiert ihr seid, wie weit ihr euch interessiert. Aber war das schon alles an ihrem jungen Leben aber schon gemacht hat, weil ich weiß, dass ganz viel von euch extrem viel schon gemacht und dafür vergisst das nicht, profitiert aber nur von der Vakanz und da wünsche ich euch für allem für das erste Jahr, nächstes Jahr, ein Jahr ist ohne Covid, dass ihr könnt auf die Uni gehen, neue Leute kennenlernen und dann noch von denen weiter wissen. Vielmals merci und bravo nach ein paar Minuten. Merci. Thank you.
Do sich bei Trab zu stellen, wenn man die Insel Laureatinnen und Laureaten abrufen. Und es gibt dann noch bei den Trägern von der Premier A, wo ich gesehen habe, die an den Startlöcher da schon steht, herabzukommen, für dann die Schüler hierher zu rufen. Dann dürfen wir aufhängen mit Beros Alexandra. Sophie.
Premier Minister und den Herr Brüscher, ob ich lebe. Dann Schüler von der Premier B, fangen wir mal an, ob ich Schamila. Dann Boulanger Sarr. Hoffmann Jack. Kimlingen Max. Michaelova Claudia. Philipp Tom. Dann Premier CE und Herr Mosson gehen aus einer Weg. Biagioni Bianca. Dann der Bommerz Loro. Braun Eme.
der Burton Louis, den Deutz Arthur als Otto, Didier Julie, Pfalz Sophie, der Felte Nicola, der Frank Philipp, Thierry Chloé, Jürgensen Sophie, De Kirsch Christian, De Mangen Gilles, Pakwai Maivin, De Pakke Luc, Santos Cardoso Johanna, dann Choya Anne-Marie, an Stevena Caroline, Van Ost Alexandra, und zu guter Letzt zu Tina. Voilà, bravo et j'arrive. Assel Julie, Clemon Sabine Andrea, Charnocchi Lucchetti Maria, Da Costa Victoria, Durdures Clarisse, Irpeldeng Millie, Gross Isabel, Hayar Zara,
Link Nadja. Maan Elodie. Marx Clara. Moro Samuel. Mujik Benjamin. Pico Selin. Pico Claire. Schumacher Nathalie. Silla Adia. Zhang Ni. Meine herzlichen Felicitationen für euch alle. Premier die Eend, dann Weißel. De Lou Bervaer. Darina Blaat. Tania Boumansour, Julie Kalmes, Charlotte Capellini, den Cedric Castell, de Gilles Ginter, Kitty Guo, de Jan Herzig, den Henri Janssen, Tana Kühne, Nathalie Neuland, Jill Zand,
Den Alexandre Saramago Tomasio. Lynn Schaus. Der Malte Weidacht. Chiara Weyer. Und der Ben Weiland. Auch von mir Felicitationen und viel Zufriedenheit am Leben. Da kommen wir bei Premier D2. Den Katrin. Dublin Claire. Everard Caroline. Felton François Xavier. Le Sage Christophe. Lennox Zoé. Marquez Caroline. Nera Rutger Salmanta. Piper Pohl. Schmidt Sarah. Signore Laura. Suarez Cordona Thomas. Und Bernard Theo. Ja, dann herzlich Gratulationen an all Gutes für Zukunft. Ihr wart wirklich ein super Klasse.
Clemens Audrey. Yves Alexandre. Divo Lena. Ashton Lara. Ben Blei. Joe Brown. Arthur Klees. Tracy Lamberti-Holmes. Sophie Nils. Max Romeo. Stefan Schmal.
Ralf Schumann. Dorothea Tatalides. Sika Vinali. Mariolina Willem. Jason Bach. Laurent Schengel.
Nikola Truski. Thank you.
Preis. Well done. Made us all proud on yourselves. Nico Bachner, who's not here. Lily Downing. Voilà.
Schülerinnen und Schüler, die sind hier alle gut dekoriert und diplomiert. Ich sehe ganz froh, dass wir die Feier konnten halen. Und ich will aber auch heute am Ende von diesem Tag unseren Musiker von der F nach dem großen Merci so. Merkt gut an der Schuhe, dass man es beschwört, ein Kier rümmen sind. Er hat ja alle gut, das war mehr.